Auf Ihrem Bundesparteitag in Erfurt 2014, nur ein Jahr nach Ihrer Gründung, beschloss die AfD, eine parteinahe Stiftung auf den Weg zu bringen. Das war anfangs zwar parteiintern umstritten, da man eigentlich das Parteienstiftungssystem abschaffen wollte. Aber auf das Geld wollten die Antidemokratinnen dann doch nicht verzichten. Was hat denn die AfD bewogen, Desiderius Erasmus, bekannt auch als Erasmus von Rotterdam, zu ihrem Namenspatron zu erwählen? Desiderius Erasmus gilt weiterhin als großer Humanist und Wegbereiter der Aufklärung, als der erste Europäer. Aber es fällt schon auf, dass die Wahl auf eine Person wollte die AfD schon früh an Fördertöpfe des Staates gelangen. Bereits auf ihrem Bundesparteitag in Erfurt 2014, nur ein Jahr nach ihrer Gründung, beschloss die AfD, eine parteinahe Stiftung auf den Weg zu bringen. Das war anfangs zwar parteiintern. Hallo alle zusammen. Kurz eine Frage vorab. Wer ist die Brandmauer gegen rechts? Wir! Ist es die Polizei? Nein! Das haben wir auch heute wieder gesehen. Ist es die Bundesregierung? Nein! Sind es die Parteien der sogenannten Mitte? Nein! Sind Scholz, Faeser, Lindner, Baerbock, Merz allesamt Teil der Brandmauer gegen rechts? Gehören Bundeswehr und Verfassungsschutz zur Brandmauer gegen rechts? Nein. Ist die heilige deutsche Wirtschaft Teil der Brandmauer gegen rechts? Nein. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen, formulierte einst Max Horkheimer. Sollte er heute, nach 80 Jahren, eines Besseren belehrt werden? Die Umfragestärken der AfD, das Anwachsen des Rechtsrucks, die Verhärtung nicht nur in den Diskussionen und der Sprache, sondern auch in der Politik und ihrer Maßnahmen ergeben nur dann ein großes Ganzes, wenn wir uns die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre ansehen. Die Faschisten profitieren nur, wenn die Zustände in diesem Land schlimmer werden, wenn die Armut steigt, die Arbeitslosigkeit zunimmt. Lasst uns also eine wirkliche Brandmauer gegen rechts, gegen rechte Politik bilden, indem wir von unten für eine bessere Welt, für bessere Arbeits- und bessere Lebensbedingungen gemeinsam eintreten. Dankeschön. Ist! Höcke ist! Höcke ist! Höcke ist! Höcke ist! Höcke ist! Liebe Kolleginnen, liebe Freundinnen, dass wir uns hier alle vor der Desiderius Erasmus Stiftung versammelt haben, ist ein wichtiges Zeichen gegen den zunehmenden Rechtsruck in Politik und in der Gesellschaft. Wir erleben ein beispielloses Erstarken der AfD, ein Erstarken der rechten Kräfte in Europa und weltweit. Und das gerade in einer Zeit, in der wir von den größten Menschheitsaufgaben stehen. Vor zwei Wochen waren die Beschäftigten der BVG mit den Klimaaktivistinnen von Fridays for Future auf den Straßen und haben gestreikt, um endlich Druck für das Nötigste, für eine klimagerechte Transformation zu schaffen, einen funktionsfähigen, gut ausgebauten und gerecht bezahlten ÖPNV. Warum erzähle ich euch das denn überhaupt? Weil dieser Aktionstag eine Sache ganz besonders hervorhebt. Nur wenn wir uns zusammentun, können wir etwas erreichen, können wir die großen gesellschaftlichen Herausforderungen anpacken. Liebe Kolleginnen, liebe Freundinnen, nur wenn wir uns gegen die derzeitige Politik des Sparens, der Verarmung und der Spaltung stellen, können wir den Faschistinnen den Nährboden entziehen. Lass uns deshalb heute, morgen, in nächster Zeit, in der Zukunft, gemeinsam für eine bessere Zukunft, für ein gesundes Klima, frei von Ausbeutung, frei von Rassismus und Unterdrückung auf die Straße gehen. Ich zähle auf uns. Wir sind der Brandmauer.
Der SPD-Grundsatz, gleiche Rechte für alle, wird hier von denen, die sich als Führerin das Recht haben, hier in Füßen getreten. Out!